Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Tora Velaya. Nee, warte. Alter. Tora Velaya, Fred und Matt. So, wir sind das letzte Mal oder haben das letzte Mal versucht hier den Weg, den wir später dann mit Bilgot und Diego gehen wollen, frei zu machen. Ist aber an den Urkunden schon gescheitert. Ich meine, wenn das an den Urkunden schon scheitert, was sollen wir bei dem Ork machen? Obwohl, so ein Ork lässt sich tatsächlich einfacher umhauen als ein Urkund. Und, was heißt, naja, nicht unbedingt. Ich meine, ich habe ja gezeigt, wir haben ja zwei Urkunde da. So, warum wir natürlich jetzt bei Gothic zwei Urkunde rumrennen müssen, ja, gute Sache wieder für Modder. Überall. Immer und immer wieder, wenn es irgendwo eine Gothic 2 bestenfalls eine Erweiterungsmod gibt, dann müssen die Urkunde natürlich rein. So, braucht keine Sau eigentlich, aber egal. So, da habe ich mich um den einen Urkund gekümmert und die vier um den anderen. So, warum ist das ganze Ding natürlich gescheitert? Nicht wegen mir. Ich hätte den fertig gemacht, meinen Urkund. Aber die Bande, mindestens, ich glaube, Max ist das erste Mal verstorben. Und beim zweiten Mal, da bin ich bei den Orks hinten reingerannt dann und dachte, komm auf. So, wir wollen jetzt erstmal hier in die Richtung gehen. Weil, Gestad, wir wollen mit Gestad reden wegen meiner Minecrawler-Plattenrüstung. Da ich hier gildenlos spiele, möchte ich die schon haben. So, natürlich nicht schlecht, wenn wir Minecrawler-Plattenrüstung, ich hoffe mal, oben bei Dexter dort auf dem Hof da hinten in der Höhle, die haben noch welche für mich. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, war ich hier ein bisschen, habe ich das taktisch unklug angestellt hier. Ich hätte erst zu Gestad gehen müssen, mir das beibringen lassen sollen und dann bei Silvestro diese Minecrawler holen, wegen den Platten. So, ist habe ich jetzt leider vergeigt, ist jetzt so. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass wir hier bei den Orks, wir müssen erstmal gucken. Ich gucke erstmal lang hier, guck mal, komm. Wir haben gespeichert, ich werde erstmal lang gucken. Weil ein gefundenes Fressen für Mods etc. ist ja immer noch hier das Sumpflager. So, das ist ja hier begehbar. So, inwieweit das begehbar ist, weiß ich nicht. Und ich suche jetzt hier, sage ich mal, das Tor dorthin. So, den Weg dorthin. Ja, macht mal. So, wenn wir jetzt Returning als Maßstab nehmen würden, dann wäre hier natürlich ein Durchgang. Ist viel weniger. Ja, habt ihr euch wirklich einen geholt? Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Schaffen wir das hier durchzurennen an den sicheren Ort, ohne dass hier einer von meinen Leuten hier knallen geht? Hier ist ja alles von Orks. Yeah. Oh, weia. Wir laufen mal weiter. Gleich ist irgendjemand tot von denen. Weniger. Haben wir irgendwo hier einen sicheren Ort? Ich meine, zurück zu uns können wir ja dann ein mit dem Teleporter fahren. Nö, ja, haben ein wir. Mist viel weniger. Ja, haben wir hier mal irgendwo einen sicheren Ort? Wir werden immer noch verfolgt. Von Orgelite, bist du irre? Lass mich in Ruhe, haut ab. Ach, noch leben sie alle, noch leben sie alle. Lass es in Ruhe. Die blöde Orgelite, die kommt ja die ganze Zeit hier hinterher. Das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Kommt der immer noch hinterher? Wir haben ja notfalls den großen Speicherplatz von der letzten Folge. Ich speichere das jetzt mal hier. So, speichern, ja. Ist der weg? Alter, wir haben es tatsächlich geschafft hier. Es leben tatsächlich alle noch. So, kommt der Spacken da oben hinterher? Wie gesagt, mit den Orks. Die Orks, die holen wir uns später, wenn wir hier mehr Power haben. Ach du Scheiße. Das ganze Ding jetzt hier von den Orks. Das war natürlich doof. Jo. Müssen wir gucken, was uns hier erwartet. Wie gesagt, zurück zu uns gehen wir über den Teleporter in die Burg. Das soll jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Aber die Orks, die gehen mit tierisch auf die Nüsse. Jo. Weil, ja. Ich rede von Gestad und wo renne ich hin? In Sumpflager. Na klar. Jo. Velaya. Ein Mist viel weniger. So, müssen wir gucken. Das Blöde ist, die stehen zu zweit dort.
Ich müsste mir mal angucken hier. Ja. Ich meine, ich hätte ja gesagt, ich übernehme einen und die... Was sind das überhaupt? Das sind ganz normale Krieger, oder? Der rechte sieht gerade ein bisschen schwächer aus von der Rüstung her. Das kann auch sein, an der Perspektive liegen. Liegt auch. Nö. Jo. Was ist das Sumpflager hier natürlich hier? Das Blöde ist, im Original kommt man hier in das Sumpflager ja sowieso nicht hin. Deswegen behaupte ich einfach mal, hier gibt es keinen Teleport hin. So. Und meines Erachtens würde ich mal behaupten, das Ding ist voller Orks hier. Okay. Und das Blöde ist, die werden vielleicht mit einem Ork fertig, die Bande hier. Aber nicht mit zwei. Und wenn mein Kollege jetzt mal wieder den Dienst verweigert und nicht zuhaut, wenn ich drücke. Ja, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Es ist schon wieder die Steuerung. So. Das Blöde ist mit dem Eisblock, dass die Mods sich dann immer rein rausnehmen, die Werte hier zu verändern. Nur damit man die Zauber nicht benutzen kann, Mann. Die Spruchrollen. Die sind dafür da, dass man sie benutzen kann als Nicht-Magier. Auch am Anfang. So. Das ist absolute Hirnrissigkeit, da das so zu verstellen, dass man hier wieder Mana skillen muss. Extra. So, ein blödsinniger Schwachsinn jedes Mal. Könnt ihr jetzt endlich mal auf meine Bande da gehen? Natürlich. Natürlich wieder matt. Oh, warte mal, wo hatten wir das Ding? Das ist ja, das hatte ich ja wie gesagt gar nicht bedacht, als ich mir die Dinger gekauft habe. Ich habe die einfach gekauft, weil normalerweise, meines Erachtens nach, oder meine Erinnerungen zufolge, hat jede Spruchrolle, egal was es ist, braucht eigentlich nur 5 Mana kosten. Und hier geht's schon los. 15. 40. 5. 16. Nee, was? Mana kosten 20. Das war doch auch immer bloß, jetzt soll ich ja extra Mana skillen wegen dem Scheiß hier, hä? Ich müsste jetzt mal nochmal bei Little Hero oder so reingucken, was es da war. Bei dem normalen Gothic 2, da weiß ich echt nicht mehr. Vielleicht rede ich gerade Grütze und das war im Original auch so. Aber ich bilde mir ein, dass im Original wirklich jeder hier nur 5 hat. Ja, dass man sie im Notfall benutzen kann. Dafür sind sie ja aber dann auch begrenzt im Gegensatz zu der Rune. Weil die Spruchrollen brauchen weniger Mana. Dafür sind sie aber eben begrenzt. So, während jetzt die Rune jetzt mehr Mana, sag ich mal, braucht. Aber dafür unbegrenzt ist. Dass sich das ausgleicht. So, dass man trotzdem mit einer Rune besser dasteht, als mit hier 10 Spruchrollen, das ist mir auch klar. Aber hier, das ist... Leute. Hier mit euren blödsinnigen Rumgestellern an den Werten, die man hier gewohnt ist von dem Spiel. Mann. Mehr Content schön und gut, aber... Ja. Das Blöde ist, ich würde mal gerne jetzt durchlaufen. Ich würde das machen hier oben. Ich will mir nur mal den Überblick hier verschaffen. So. Ja, klar, alles wieder hier eingekettet. Hier sind wir das Mann hier. So, da kommt schon der Erste. Ja. Ja, klar. So, wir flutzen erstmal durch hier. Ich will mir das erstmal angucken. Weil wenn ich das so sehe. Jo. Ich glaube. Ein Mistvieh weniger. Jo, das ist ja schön. Auf die Weise kommen wir zwar mit der ganzen Bande hier irgendwo ans Ziel, aber wir kriegen ja niemanden hier effektiv. Wir kriegen ja nichts effektiv durch, lange räumt. Ja. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja. Ja, zu 5 so zusammen, das schaffen wir so ein Ork. So ein Ork-Krieger. Das ist ja eigentlich unbedingt die Schwierigkeit.
Aber die Bande jetzt alleine, wie wir es gerade vorhin versucht haben. Das ist schon, das ist, doof halt. So, ich meine, ich weiß nicht, ob es hier jetzt einen Teleporterstein gab. Beziehungsweise sogar noch einen Begleiter. Den Hafen, den hatten sie, glaube ich. Wo hatten die den Hafen drin? Was hat die zuletzt gespielt? Odyssey, war das bei Odyssey? Bei Returning glaube ich nicht. Bei Returning hatten die das nicht so. Ich glaube, das war bei Odyssey. Wo die hier diesen Steg hier haben. Oh, und das natürlich, die stehen ja alle zu zweit da. Wir müssen echt zur Drachenjagd hier nochmal hinkommen. Das bringt doch jetzt diesen Drecksviechern. Wir flitzen mal durch. Ja, die verrecken gleich. Die Zungen verrecken gleich. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ich will ja erstmal durchflitzen. Ja. Ja, und natürlich. So. Und wo steht jetzt der Held ist tot? Die ganze Bande tot, na klar. Ja. Oder verrecken die, weil ich verreckt bin? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Eine Verwandlungsbruchrolle habe ich jetzt nicht zufällig. Was das ist eigentlich? Goldene Schatulle kriegen, können wir nicht aufmachen. Ja, ich glaube, Sumpflager können wir hier komplett vergessen, eigentlich, würde ich sagen. Ja, das ist Schlaf, dass wir uns hier in irgendwas verwandeln und hier mal durchflitzen. Ja. Kommen wir in den Tempel rein? Wir versuchen mal in den Tempel reinzukommen. Und wir spielen jetzt einfach mal Speer. Wir spielen noch nicht mal direkt hier durch, richtig. Wir spielen nur Speer. Ich will das nur mal wissen. Nö. Wir gucken einfach mal. Na klar, Dämon, was denn sonst? Nö. Oh. Ist mir sechs sicher. Nee, ich glaube, mit dem Dämon brauchen wir uns mit der Bande noch nie anlegen. Aber irgendwo gab es doch hier jemanden, bilde ich mir ein. Hat wurde mir mal irgendwie so mitgeteilt. Die Frage ist nur, wer? Vielleicht sogar ein Ork? Vielleicht sogar der Dämon? Dass man die Dämonen sich für sich da irgendwie gewinnen kann, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ansonsten würden wir hier bei der Schürfstelle versuchen weiterzumachen. Schürfstelle. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir, ist alles voll Orks. Naja, das brauchen wir gar nicht versuchen. Erst recht nicht, wenn wir wieder überall hängen bleiben und ständig hier Feuer auf uns geschmissen wird. Ja, das ist, Wir würden mal versuchen. Ja. Ich glaube, das Sumpflager können wir jetzt eigentlich komplett vergessen. Wir speichern das mal hier unten. Sumpflager, warum auch immer. Ja, wieder auf der Tastatur daneben gesprungen. Da wird das Sumpflager, Sumpfjager, genau. So, wir gehen mal zum Pass. Wir versuchen uns mal vom Pass aus durchzuschlagen. Wir versuchen mal den umgedrehten Weg zu machen, hier frei zu machen für Diego und Bilgot. Vielleicht kommen wir da ja besser. Mal gucken. Jo, oder gehen wir zu Gestart. Warte mal. Wir laden den mal hier. Jo. Das Ding ist, wir müssen zu Gestart. Wie kommen wir da am besten hoch? Das ist mit den Orks anlegen mit der Bande ist natürlich, wie gesagt, blöd. Wir versuchen mal zu Gestart zu kommen. Wegen den Dingern hier, wegen den Jagdtalenten. Wir flitzen mal durch. Wir machen es wie gerade eben. Ich halte mich im Übrigen für einen sehr mutigen Menschen. So. Ich meine, selbst bei den Orks könnten wir eigentlich einen Wassertrick hier anwenden. Ja, haben die jetzt mehr Orks hingestellt als normal oder? Wir flitzen einfach weiter, komm. Spätestens hier oben müsste ja dann bis auf ein paar Viecher frei sein. Kommen wir an irgendeine Stelle hin, wo hier keine Orks stehen? Irgend so ein Drecksack verfolgt uns doch hier immer noch. Ja. Da ist ein Goblin. Oh, Jagen. Es ist wieder Velaya. Natürlich ist es wieder Velaya. Diese Kampf. Diese. Was weiß ich. Was die hat hier.
Ich weiß nicht, was mit der alten los ist. Jedes Mal rennt die ja blindlings in die Kämpfe rein und lässt sich da irgendwie... Ich hätte weiterlaufen sollen. Wir laden natürlich statt zu speichern. Ich wollte mir das auf Quicky speichern, ja. Oh, Velaya, du blöde Fotze. Entschuldigung. Ist doch wahr. Alle kommen mit, nur Velaya muss wieder hier die Mutige spielen. Die muss sagen hier, ich bin die Velaya, ich kann kämpfen. Ja. Dann sehe ich ja, wie sie kämpfen kann. So. Eins von diesen Drecksviechern. Ja, komm einfach mit. Lass die in Ruhe und kommt einfach mit. Das Schöne ist ja, dass dieses Nachspawner einfach mal hier versuchen auszunutzen. So, da stehen die nächsten. Ein Mist viel weniger. Ja, Mist viel weniger. Von diesen Drecksviechern. Kommt einfach mit, lasst ihn in Ruhe. Kommt mit. Wir laufen einfach, bis alle wieder da ein sind. Mist viel weniger. Ja, Velaya immer noch da. Da ist schon wieder ein. Das Blöde ist, hier oben rennen wir, glaube ich. Ein Mist viel weniger. Eine Feuerwarane rein oder so. Alle da? Fehlt irgendjemand? Ne, es sind alle da. Wir machen mal hier einen Quickie-Speicherplatz. So. Ja, wie gesagt, die Bande hier, das ist... Die Orks. Das mag gerade ein bisschen feige wirken, was ich hier gerade mache, aber... Hier. Ja, die Feuerwarane mit... Rennt jetzt bloß nicht zu den Feuerwarane. Velaya, für dich geht das dreifach. Kommt einfach mit hier. Die muss man echt an die Kette nehmen, ja, die Velaya hier. So, jetzt wieder so eine blöde Kante drin. Kommt mit hier. Mann, warte. Kommt mit hier. Ein Mistvieh weniger. Ja, kommt das Mistvieh jetzt hier hinter gedackelt? Wir speichern, wir riskieren das einfach mal. Gerade Feuerwaran. Normaler Waran wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. So, dreckiger Dieb, na warte. Krollerschild. Wir haben ein Krollerschild. 50 Stärkepunkte zu wenig. Hey, so, Dachmeister. Wie sieht's aus? Mutig von dir hierher zu kommen, hast dich verlaufen, was? Dankeschön. Jo. Was machst du denn hier oben? Was machst du hier oben? Jo. Ich bin hier, um Geld zu machen. Ach. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Ich kann ja mal in Feuerwaran hierher pfeifen. Da vorne rennt einer. Mal sehen, ob du da mit. Ja, tolle Rüstung. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Der Typ ist okay. So, ich weiß aber gerade nicht, wie wir immer noch mal. Können wir das nicht drücken, ohne dass der Dialog sich aufhängt? Ja. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Also, vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Ich glaube, irgendjemand bei Piranha Bytes, die konnten ja eigentlich das Spiel nicht mehr. Er war nämlich Bandit, um genau zu sein. Ja, wir müssen alles genau bis ins kleinste Detail hier auf die Goldwaage legen. Er war Bandit und kein Söldner. Ganz wichtig. Was gibt es hier zu sehen? Der Klugscheißer hat... Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Oh. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Oh. Vielleicht ist das Lester, der an seine Felsenruine zurückgegangen ist. Kannst du Drachen ausnehmen? Kannst du auch Drachen ausnehmen? Frag mich das später nochmal, wenn du bereit für sowas bist, okay? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Ja. Warum nicht? Hab im Moment genug. Ja, wie? Hast genug? So, ganz wichtig. Warte mal, wir kommen hier auf. Wie viel geben wir hier aus? 6, 8, glatt 8 Dinger hier. 8 Drachenschnapper rum. Crawlerplatten musst du mit einem stabilen Messer aus dem Rücken dieser Biester schälen. Ja, das Problem ist, ich frage mich immer so, wenn die Crawlerplatten so gut sind. Warum ist der mein Crawler, der sie getragen hat, dann tot? Das habe ich ja schon mal gefragt. So, komm, nehmen wir alle mit hier. Des Drachens. Ja, ist ja gut. So. Okay. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Kannst. Kannst.
Es gibt ja so, der, so Kameraden hier, wenn man solche Sachen ein paar Mal hintereinander fragt, dann, dann kommt da was anderes. Kannst du. Gerade im Banditlager, ey. Bring, gibt im da. Moment wüsste ich nicht, was ich dir noch. Jo. Gut. Die Sache mit Gestalt hat sich erledigt. Wir haben noch 7 Lernpunkte übrig. Ja, Translokationslokator mal kurz anmachen. Hier liegt aber nichts mehr für mich, oder? So, da würde ich sagen, dann seppen wir jetzt in die Burg zurück. Oder nee, was hatte ich gesagt? Pass. Ich würde zum Pass gehen wollen. So. Ich würde den Weg frei machen wollen für Diego und Billgott. So. Haben wir den Pass hier irgendwo einprogrammiert? Ich glaube nicht wirklich. Ja, jetzt hätten wir, wie gesagt, Silvestre zur Schiffstelle machen sollen. Weil ich denke mal, von den Minecrawlern, die da drin gewesen waren, hätten wir ganz paar Platten oder die Platten kriegen können, die wir brauchen, aber ja, es ist halt, man sollte an solche Sachen dann doch ein bisschen eher denken. Jo. Jo, hervorragend, mitkommen. Wie viel brauchen wir jetzt noch bis zum nächsten? Ach komm. So, kommt ihr jetzt anständig über die Brücke hier mit? Kommen die eigentlich mit da hoch? Ich weiß es nicht. Ach, da unten drin glaube ich ein Drachenschnapper rum. Ach du heilige Scheiße. Wie gucke ich denn hier in den Rock? Ist das Velaya? Naja, immerhin. Die blöde Sau, die hier. Die rennt ständig vor. Die ist die gefährlichste von allen hier. Jetzt nicht, weil sie anderen so geil auf den Deckel haut hier, sondern weil sie immer mir hier alles versaut, indem sie hier blind Dings in die Gegner reinrennt. So eine blöde Kuh, hä? Ja, die könnte sich fast die Hand reichen mit Lara Croft. Ja, die ist genauso behindert. So. Ja, na gut, die rennt jetzt nicht blind links in die Gegner rein. Die steuert die Frau ja immer noch. Aber so todessehnsüchtig ist sie auch manchmal. Wenn sie Sprünge verweigert oder daneben hüpft oder was weiß ich. So. Ist übrigens heute, warte mal. Die Folge hier müsste am Donnerstag rauskommen. Ja, und am Donnerstag, die Woche ist Dienstag und Donnerstag Tomb Raider. Da müsste es für euch, wenn ihr die Folge hier heute seht, müsste es wieder einen Tomb Raider Stream bei mir geben. Vielleicht bin ich da ja schon bei Unfinished Business hier, bei unerledigte Angelegenheiten oder wie das auf Deutsch heißt. So, ich weiß nicht, ob ich im heutigen Stream, ich habe heute Dienstag, ob ich das da schaffe, hier den ersten Tomb Raider hier komplett abzuschließen. So, das Blöde ist, die rennen zu diesem Schnapper und dann gleich zu dem Drachenschnapper. Deswegen versuche ich den Abstand hier zu halten. Man holt euch den Schnapper da. Ein Mist und kommt viel weniger. Ja, wer rennt wieder hin? Velaya! Ab! Ab hier! Die wollte doch schon wieder hier, ey? Ne? Velaya, wir müssen uns dringend mal unterhalten, ne? Ja, da guckt sie mich an hier. Ne? Ja, hochnäsig, guckt euch das mal an, hochnäsig. So. Ist Tora genauso hochnäsig? Guck mich mal an. Nee, nicht wirklich. Oder? Oder fällt das bei Velaya noch mehr auf? Das finde ich ja. Ich bin Velaya, ich kann das. Ja. Sau, ja, ehrlich. So, ja, Drachenschnapper. Wie gesagt, alleine ist der Drachenschnapper, wie gesagt, kein Problem. So, da stehen aber mindestens schon mal 2. So, standen da immer schon 2. Ich glaube, die Frage kann ich mir eigentlich schenken. Ja. Ich habe da letztens auch einen Kollegen gesehen hier bei Nostalgik, als ich hier nach des Rätsels Lösung gesucht habe für den. Der soll auf mich heiß sein. Komm her hier. Der hüpft nicht zurück. Was? Oh.
Ein Mist viel weniger. Oh, ja. Hat geklappt. Ja, hervorragend. So. Was wollte ich jetzt sagen? Alle da? Fred? Oh, dieses dumme Dagestehe immer stundenlang mit der Waffe, gezogenen Waffe da. Ui, Tora. Der Drachenschnapper, der hat Tora ganz schön hart in ihrem nackten Arsch gebissen. Ja, wir müssen erst mal warten, bis die sich hier... Nein. Wir beschleunigen das Ganze mal hier dabei. Dabei trinke ich mal kurz hier einen Schluck, oder? Blöd ist natürlich, die Tageszeit geht dadurch auch mit länger Menschen mit rum. Da haben wir es bald wieder dunkel hier. Und dann Heiltrank nehmen. So. Und mal gucken, Piquet. Ob Piquet charmant sich gemeldet. Grüße gehen raus an ihn, an dich, falls du hier reinguckst. Wir wollten dann auch noch was machen zusammen. Ich hab schon richtig gehört. Was zusammen. So, ist schon. So, ist ein Scherz, Mann. Wenn er das sieht, hier, was behauptest du denn hier? Mensch, du bist die Kunde. Stellst du uns hier als hier aus Rubis hin oder was hier? So, nee. Aber, weißt du was, ich sag's immer wieder. Von mir aus können die Menschen schwul, lesbisch oder sonst was sein. Leben und leben lassen, sag ich nur. Solange sie nicht anfangen, hier, du musst jetzt dies und das, du musst und du musst, genauso mit die Vegetarier. Und so, du musst das jetzt auch so sehen wie ich. Oh, sowas geht, steht mir bis hier. Ihr müsst jetzt das hier, liebe Zuschauer. Ihr müsst jetzt hier genauso gegen Returning und so wettern, wie ich das mache. Weil mir das Ding auf den Sack geht. Das müsst ihr jetzt auch so machen. So, ihr dürft das nicht mehr gut finden. So. So ungefähr. So, das ist die Mentalität heutzutage. So. Aber naja, okay. So, noch ein Drachenschnapper. Das ist ja nur ein Razor. Razor sollte doch eigentlich kein Problem mehr sein, oder? Ja, vielleicht. Ich hab das von der Farbe. Mist viel weniger. Das sah von der Farbe so aus wie so ein Drachenschnapper, das Mistvieh. Sieht's ja auch. So. Das Ding ist natürlich, durch unsere Bande können wir jetzt natürlich hervorragend hier sehen, ob in Diego oder in Bilgot dann gegen die Viecher hier losrennen. Weil wenn unsere Bande das nicht macht, dann machen die anderen das auch nicht. So. Wir brauchen den Weg frei hier. So, wo geht's weiter? Da ist Razor. Da standen doch aber immer Drachenschnapper rum. Wo kommt denn die Razor auf einmal her? Das Blöde ist jetzt, die stehen so beschissen da. Ich meine, den Schnapper hier, den können wir uns ja holen. Wie viel hat der überhaupt für den Schnapper? Wie viel Power? Der hat 120. Nur die Drachenschnapper, weiß ich jetzt nicht, wie viel die haben. Das Blöde ist, die rennen jetzt dahin. Und dann, sobald die mit dem fertig sind, rennen die am Ende zu den Razor da hinten hin. Das ist natürlich ein Problem. So. Und dann wäre eigentlich die nächste Frage. Tora, herkomm! Die sah schon wieder so aus, als wenn die in die Richtung da hinten donnern will. So, steck die Waffe weg. So, ich würde aber sagen, den Weg da, den bahnen wir uns dann beim nächsten Mal. Da machen wir aber auch einen Zwischenstopp dann bei Grimes, dann mit der Schürfstelle. Das müssen wir ja noch wissen, das müssen wir ja gesagt bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. So, machen wir hier, zack, zack, zack. Wie gesagt, Sumpflager können wir erstmal vergessen, alles voll Orks natürlich, wie sollte es anders sein? So, okay, jo. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.